Sollen wir angrüßen? Okay. Ja. Bist du zusammen? César? Moxo? Moxo Yami? Sensibly, right? Okay, fangen wir an, Shizentai, linke Faust vor, im Stand, Lockerheit, Ni, San, Chi, Go, Rock, Chich, Hatch, Ju, Ju, Neumai, Ni, San, Chi, Go, Rock, Pitch, Hatch, Kill, Do. Noch einmal nur Unterbauch, ne? Schultern locker. Pitch, Mi, San, Chi, Go, Rock, Pitch, Hatch, Kill, Do. Okay, wir lassen die linke Faust vorne. Ausschießen, Teil vorgehen, Heusuki, Shudan. Ich. Alles langsam. Und zurück. Andere Seite. Nee. Und zurück. San. Und zurück. Chi. Go. Rock. Chi. Hatsch. Ku. Ju. Und noch 10. Itch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatsch. Ku. Ju. Okay, kurz die alle Arme lockern. Joi. Okay, wir gehen links vor. Holen aus. Im Stand. Yakizuki. Langsam. Ich. Und laut. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatch. Ju. Ju. Noch 10. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatch. Ku. Ju. Okay, Beinwechsel. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatch. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatch. Ku. Ju. Und ja. Okay, lockern. Schaut bei allen Tsukis nochmal extra darauf achten. Also eng führen, ja. Der Unterarm geht am Körper entlang. Nicht raus der Ellbogen und spät drehen. Erst so im letzten Drittel, ja.
für die Connoisseure der goldene Schnitt, ja. Okay, und die andere Hand ruhig, Hikite, wenn die so offen ist, so ein bisschen aktiv greifen, richtig zu, ja, mit zack. Man kann auch mal damit, also es gibt ja hier viele Diskussionen, warum man überhaupt Hikite macht. Eine Erklärung ist, dass es eigentlich Fassen ist, ja, Fassen und Ziehen. Und in dem Geiste würde ich das auch machen, dann wird es aktiver, also da reiße ich mir jemanden ran, ja, das. Okay, joi. Okay, aus dem Stand, vorwärts gehen, einfach nur Heusuki, Yakisuki. Ich. Und so. Ni. San. Jodan Shudan oder Jodan Shudan? Jodan Shudan. Alles klar. Ist die Perspektive wahrscheinlich. Ja? Jodan Shudan. Hi. Immer eigentlich in Kombination. Chi. Yo. Rock. Chich. Hatch. K. Ju. Ah, noch zwei Dinge, ich vergesse. Schaut mal, Ende vom Zug, die Spannung hier unten, ja? Hier. Schulter locker und nach unten innen reingezogen. Ja, Unterbauch sowieso und Kiste. Der Rest locker. Okay, fünf stark. Ich. Ey. San. Chi. Go. I. Okay, locker, andere Seite. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatch. Ku. Ju. Okay, fünf stark. Ob ihr den Arm vorne lasst oder nicht, ist egal, ja? Ihr seht ja, ich kann mich auch nicht entscheiden. Okay, fünf Stück. Ich. Hey. San. Chi. Go. Okay, kurz lockern. Nächste, zur Seite müsste ein bisschen Platz sein. Mal einmal vor, wir gehen seitlich in Kibadachi, Yoko Enpi, Tatu Uraken, Yakisuki. Ja? Von da wieder zurück in Shizentai, Yoko Enpi, Tatu Uraken, Yakisuki. Die machen wir gleich im Wechsel. Ja? Wir fangen rechts an und dann von rechts, also rechts, ich zähle hier einmal, ne? Langsam, also nach rechts. Yoko Enpich. Tatu Uraken ni. Yakisuki san. Okay, jetzt einfach zurück in Shizentai. Dann nach links. Enpich. Uraken ni. Yakisuki san. Und zurück. Ich. Ni. San. Andere Seite. Ich. Ni. San. 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 Okay, ein Kommando. Ey, etwas fester, noch nicht ganz. Danach machen wir stark. Einmal locker, aber hintereinander. Ich. Ey. San. Chi.
Stark. Ich lasse ein bisschen mehr Pause dazwischen, damit man sich vorher konzentrieren kann, ja? Ich. Hey. Sam. Chi. Go. Teach. Hatch. Cool. Do. Okay, kurz lockern. Letztes Grundschulding. Auch wieder simpel. Ja, schneidet ihr den Kopf ab, ne? So. Okay, ich mache einmal vor. Zurückstucke. Vorderarm Stucci. Hinterarm Yaku Haito. Ja? Dann stehen wir nach vorne auf. Andere Seite Stucke. Stucci. Haito. Ja? Und nach vorne. Das wird ein bisschen schwierig, nach vorne aufzustehen, ne? Eins. Okay, machen wir zusammen. Rechts geht zuerst zurück. Auf Kommando. Ich. Ni. San. Andere Seite. Ich. Ni. San. Geiler Trick, ja? Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Itch. Ni. San. Itch. Ni. San. Itch. Ni. San. Itch. Ni. San. Okay, ein Kommando. Halbe Kraft. Fünfmal pro Seite, ich zähle. Itch. Ni. San. Chi. Go. Ro. Chi. Hatch. Cool. Ju. Eight. Okay, 10 stark. Lass wieder ein bisschen mehr Pause. Ja, ein bisschen Konzentration. Ja, schneller bewegen halt. Ihr sollt ja locker machen. Jetzt stark. Konzentration. Schnell stark. Schnell stark. Ein Stechtag. Ein Itch. Hey. Sam. Chi. Go. Rock. Teach. Hatch. Cool. Hit. Jew. Schluss mit Grundschule.
schnell was trinken. Ich weiß nicht, ob die Galeriesicht vielleicht besser wäre, weil dann sehe ich auch, ob die Leute mitkommen oder nicht. So kann ich immer nur raten. Was ist nächste Woche? Hä? Was ist mit nächster Woche? Nein. Ich habe gesagt, ich überlege, ob die Galeriesicht vielleicht praktischer ist, damit ich sehe, was die Leute machen oder wenn jemand hängt. Du wolltest das selber Moment sehen. Das ist mir gesagt. Halt alle im Kleinen. Kann ich das selber umschalten, meinst du? Nein. Ja. Kannst du eigentlich nicht. Aber ich kann es umschalten. Warte. Ah, nee, habe ich. Alles gut. Oben rechts, Ansicht. Passt. Ach, ihr habt so schöne Matten. Ja. In der Schweiz, da kann man sich das leisten, ne, mit dem Schweizer Einkommen. Wir haben auch eine Sauna. Ah ja. Ah ja. Wir müssen gerade unsere Matten schieben. Vielleicht soll ich mir noch einen Rahmen bauen. Heike, du musst mal dein Tablet aus dem Dekolleté rausnehmen, dann sieht man mehr von dir. Wieso, wir sehen auch ganz viel von ihr. Karin ist auch noch da. In der Mitte. Weiß ich auch nicht. Bayern. Sehr interessant alles. Hi, Rolf. Hi, Helga. Heißt der, oder? Helga. Hallo, Helga. Walter auch bei dir? Kein Walter da. Okay. Machen wir aber weiter, ne? Schwätzchen können wir danach halten. Ja. Wir machen Cutter im Stand, Herr Niedern. Ja? Macht den Kieferplatz, müsst ihr für euch selber so einteilen, dass euch die Techie. Ja, Entschuldigung, Techie natürlich. Ja, logisch. Ja? Also teilt euch das vom Kieferplatz, ihr müsst ja nicht original Kieferplatz. Steht halt so, dass ihr das ungefähr von der Kraft her geteilt kriegt. Ja, wenn allen nach 5 Minuten die Oberschenkel sauer sind, hat auch keiner was davon. Ne? Olli kann natürlich in Oberschenkel parallel zum Boden stehen. Ja, damit da, ja, da ist er sonst immer unausgelastet. Ist recht. Wo bin ich eigentlich? Jetzt sehe ich alle nur mich nicht? Das könnte sein, ja. Nee, da oben links. Ah, okay. Gut. Ich muss nur ahnen, ob ich in den Ding drin bin. Hey, Füße zusammen. Hey. Joi. Na, sag mal. Stelle ich mich ein bisschen näher hin. Kann man besser sehen. Ja, genau. Okay. Techie Niedern. Okay, jetzt gehen wir einfach gleich so ein bisschen in Kibadachi. Und Bewegung 1, Hände nach oben, Arme zur Brust, die Handflächen nach oben. Itch. Okay, dann vor dem Kopf. Im Stand machen wir das. Vor dem Kopf, Fäuste, Faustrücken nach vorne. Knee. Und nach rechts, so wie so ein Kamai, beziehungsweise nach unten schmeißen, ja? San. Okay, jetzt rechter Arm, linker Arm fast, rechter Arm nach innen, Nagashiuke, itch. Und nach außen, Nagashiuke, sa, ni. Okay, wieder ranziehen, itch. Hoch, ni. Und zur anderen Seite, sa. So, ja, also da gibt es Unterschiede. Ochi hat mal gesagt, so wie Kamai. Die Hände sind aber so ein bisschen, die linke Hand ist nach außen, also die vordere Hand ist nach außen gedreht. Das ist eigentlich so eine Art Wurf, ja. Wolf Dieter legt viel Wert darauf, dass das so nach unten geht von der Kraft. Aber wichtig ist, zur Seite Wurf das. Ja? Die Diskussion, ob das hier oder da ist, das überlassen wir anderen. Ja? Okay, jetzt wieder Nagashi links nach rechts. Itch. Und nach außen nie. Okay, nochmal von vorne. Ich stelle mich so ein bisschen links, genau. Itch. Ni. San. Chi, so, ranziehen, Blick zur anderen Seite, nee, itch, nee, nachher eine Zeit, san, chi, yan. Okay, war erstmal nur ein paar Mal das Ding, damit das sitzt, ja? Fragen soweit? Irgendwas ganz unklar? Na, ihr seid auch nur fortgeschritten, die Blaugurte haben aufgegeben, oder? Die sind bei mir jetzt in der ersten Einheit. Ja, okay. Dann können wir ein bisschen mehr Gas geben, ist gut. Okay, itch, ni, san, chi, go, rock, itch, ni, san, chi,
Dann machen wir weiter. Links stapeln, linke Hand offen, rechte Hand zu. Zur anderen Seite each. Ja? Uchiruke nach rechts mit Unterstützung von der Hand. Jetzt linke Knie ranziehen, das können wir machen. Ja? Links ausholen. San. Ja? Empi nach vorne. So, ja, die andere Hand greift. Und öffnen, each. Kagetsuki, ni. Ich. Im Stand, ja, normal ist wie Teki Shodan jetzt. Ni. San. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatch. Yam. Ich ziehe jetzt beide ran, so ein bisschen, ja, normales rechts ranziehen. Also eigentlich die Kata im Stand. Genau, die Kata im Stand. Also nur das Knie anheben machen wir halt mit. Wir machen sie nachher dann auch mit den Schritten zumindest rangezogen und so, aber jetzt erstmal, dann bis der Ablauf wieder sitzt, einfach nur aus Kibadachi. Da haben wir ein bisschen isometrische Belastung auch auf den Beinchen. Okay, Frank? Nicht links mit rechts verwechseln. Ja, für dich ist das natürlich links, wenn ich rechts ranziehe. Das ist schon richtig, aber du hast auch links gesagt. Echt? Ja gut, nee, rechts ranziehen. Dann habe ich rechts, das liegt dann im Spiegel verkehrt hier. Wow. Okay, nochmal. Hey, re. Joi. Teki nidan. Nidan. Ein Kommando, ni. San, chi. Go. Rock. Chich, hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Si, go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock, chich. Ja. Hey. Okay. Blickrichtung war. Ja. Okay, Blickrichtung war die Frage. Sage ich einmal mit an, ja? Hey, Füße zusammen. Re. Joi. Teki nidan. Nidan. Okay, jetzt ist eigentlich ja hier eine Übersetzbewegung, ja? Auf jeden Fall geht der Blick, wir machen jetzt Kibadachi, das machen wir dann nachher anders. Okay, Blick nach rechts, hochziehen, itch. Blick bleibt jetzt die ganze Zeit rechts, oben und Nisan. Nagashuke und zurück. Okay, jetzt Blickwechsel, itch. Nisan, chi. Jetzt mit dem Block, Blickwechsel oder kurz vorher. Also ich würde beim Stapeln wechseln, ja? Ich blick nach rechts und das Knie war natürlich Quatsch. Nee. Nach vorne und jetzt wieder nach rechts. Ich. Nee. Okay, jetzt wie Teki Shodan, Blick nach vorne. Ich mit der Technik. Nee, san. Wieder mit dem Ausholen nach links. Ich. Nee. San nach vorne und wieder nach links blicken. Chi. San. Ich nach vorne den Blick. Ni. San. Ja. So, soweit klar? Sandra kommt nicht mit. Ja. Gute Frage. Ich habe jahrzehntelang so gemacht. Olli macht immer so. Dann habe ich immer gemeckert und jetzt habe ich mir selber angewöhnt. Ja. Weil ich es irgendwo gesehen habe und da hat es mir gefallen. Also, ich habe das mal so gelernt, dass das Tate Stuke ist, ja? Und Tate Stuke wäre ja quasi ein gestreckter Stuke zur Seite. Der würde am Ohr ausgeholt und genauso wie Stuke so geführt werden, ja? Das ist meiner Meinung nach auch im Shotokan die Grundform. Ja? Jetzt habe ich irgendwo anders gesehen, bei einem Kase-Schüler, die machen halt so ein von oben, so ein Greifen, ja? Und dann kommt halt immer das Argument,
Ja, bei einer hohen Kata, mein Gott. Wenn du es so machen willst, weil es dir gefällt, dann ist das auch okay. Okay. Ja? Also Olli macht das eh und er hat auch noch keinen Mecker gekriegt und deswegen ist es wurscht. Aber ich glaube, die ganz offizielle Version ist gerade. Ich mach so. Also ich mach die gerade, ich gehe nicht von oben nach unten. Ja, nicht ganz so, aber du machst sie grundsätzlich ein bisschen schräger als ich, ist aber auch egal. Ja. Ja, du machst sie grundsätzlich etwas mehr von oben nach unten, aber ist ja auch wurscht. Ja? Also es gibt auch so eine Bewegung, die geht dann richtig so, ja. Keine Ahnung, was richtig. Also im Shotokan Standardform ist das. Ja? Standardform ist das. Stuke gestreckt zur Seite. Das andere habe ich mir jetzt letztens mal einfach so angewöhnt, weil es mir gefallen hat, aber das ist nicht ganz die saubere Form. Okay, noch einmal. Ready? Joi, letztes Mal im Stand. Deki Nidan. Nidan. Ich. Nee. San, Chi. Go. Rock. Chich, Hatch. Ku. Ju. Ich. Ni. Ich. Ni, San. Ich. Ni. San. Chi. Ni, san. Ja. Okay, jetzt nehmen wir die Beine dazu. Ich sage dann immer, was die Bewegung in der Kata ist und wie wir es dann jetzt hier anpassen. Ja? Okay, mal langsam. Füße zusammen. Re. Joi. Deki Nidan. Deki Nidan. Okay, jetzt gehen wir mit dem Schwerpunkt, also mit der Bewegung, Schwerpunkt runter und das linke Bein setzt über. Ich. Das können wir im Grunde machen. Ne? Jetzt verschwinde ich dann nur ein bisschen aus dem Bild rein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Platz. Ja? Dann kommt die Bewegung nach rechts. Ich. Und setzt nach rechts ab. Ich setze jetzt ab und gehe wieder zurück, damit ich im Bild bleibe. Ja? Also das rechte Bein setzt weg. Ich mache jetzt hier in der Form einfach, dass ich. Links wieder zurücksetzen, damit ich wieder dahin komme, ja? Dann itch, nee. Aufstehen, Blick nach links, itch. Dann wieder, nee. Zahn. So übersetzen, oder bin ich jetzt gerade behindert? Ich stehe auf dem Schlauch, warte mal. Nee, einfach Knie hoch. Naja, wieder, aber ist ja wieder. Keine Übersetzung. Nee. Doch, doch. Beim zweiten Mal ist keine Übersetzung. Das muss ich mal nachschauen. Ich meine schon. Ich schwöre. Okay, wer ist für Übersetzen? Wer ist dagegen? Dagegen. Gegen. Ach, bei dem hier in die Richtung. Nichts ja? Nein. Dagegen. Okay. Keine Ahnung, ich darauf. Ah, zu viel Techie. Jetzt weiß ich, zu viel Techie-Ojo gemacht. Definitiv. Okay, dann nochmal von vorne. Joi. Deki Nidan. Deki Nidan. Na. Ich. Nee. San. Chi. Go. Ro. Chich. Hatch. Ku. Ju. Ich. Ni. Okay, jetzt normalerweise das linke Bein setzt über. Ich ziehe das rechte vorher ran, damit ich im Bild bleibe. Ihr macht halt so, wie ihr Platz habt, ja? Itch. Nee. San. Chi. Im Stand. Itch. Nee. San. Chi. Okay. Rechts über links. Ich ziehe links ran. Das ist aber normal nicht so. Itch. Nee. San, Chi. Und nach rechts aufstehen. Ich stehe aber nach links auf, damit ich im Bild bleibe. Corona-Schäden. Genau. Danach machen alle ganz tolle Cutter, aber irgendwie alle auf dem Fleck und in die falsche Richtung.
ein Schritt fehlt. Christopher. Welcher? Ja, nach rechts. Der hier. Den hast du gar nicht gesagt. Oh. Nein. Ja. Das war die Corona-Version. Ja. Das stimmt. Ja, alles klar. Okay, aber den mit ransetzen, dann passt's. Den machen wir auch mit ransetzen, ja. Also ihr könnt natürlich ganz ausführen, weil ihr habt ja Platz. Ja, mach vor. Genau. Ja, ja, ja. Ich habe mich schon zu sehr auf meine Standversion eingeschossen. Da fallen die Schritte, habe ich wieder vergessen. Okay, dann machen wir es nochmal. Hey, hey. Joi. Tiki Nidan. 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 Ich. Ni. San. Hab ich doch gemacht, oder? Chi. Egal. Go. Ro. Chich. Hach. Du. Ju. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Go. Go. Chi. Ja. Ja, jetzt, da habe ich ihn vergessen, genau. Beim zweiten haben wir ihn gemacht, gell? Grundsätzlich vom Timing, wenn ihr mit ranziehen macht, dann müsst ihr erst ranziehen und dann eigentlich die Technik einleiten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja? Geht dann aber mit Übung. Okay, dann machen wir es noch ein bisschen flotter. Hey, re. Joi. Teki Nidan. 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 Ich. Ni. San. Chi. Go. Go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Go. Chi. Hach. Tu. Ju. Ich. Ich. Ni. San. Yami. Hey. Nein. Ist das hier nach vorne schauen noch oder schon zur Seite? Wie machst du das? Nee, ich schaue zur Seite. Okay. Oder? Zur Seite, ja. Genau. Also das ist so, da gibt es ja verschiedene Anwendungen. Das ist so gegen Griff von hinten und dann gibt es so eine Variante, weiß ich, ich schlängel mich quasi, wenn der Wolf der Schulter geht. Also quasi hier und dann ist immer so die Frage, wie ich da durchkomme. Ne? Ich versuche mich halt hier so durchzuschlängeln oder wenn das nicht geht, versuche ich unter dem Arm durchzutauchen. Ja? Da. Oder halt, das wäre dann die andere Variante, dann ist das eigentlich mehr so nach oben, ja? Und dann ist das Wurf. Mach ich mit meiner Schulter nicht, weil wenn der dicke Räuber auf meine Schulter fällt. Zeigen! Hä? Zeigen! Komm her! Hey, ich will Räuber fliegen sehen. Hey, kann Sandra mit Frank machen. Ja. Aber wie Video dann aus. Ja. Also Bunker muss ich auch noch mal in, ich weiß so ungefähr die Bunker, aber da werden wir uns noch ein paar schöne Sachen dann einfallen lassen, wenn wir wieder mal richtig rangeln können, ja? Rangeln? Ja, rangeln. Raufen. Ja, anfassen halt zumindest. Raufen, genau, anfassen, werfen, würgen, in die Eier treten, alles, was Karate schön macht. Das machst du schon mit Rolf. Nee, wir machen hier nur Kata und trinken Bier, ja? Ein bisschen traditioneller sind wir momentan. Nur viel Grundschule und viel Bier. Ja, Ochi-Training.
Da fehlt aber noch viel Randori. Okay, nochmal. Hey, hey. Joi. Herr Kinidan. Kinidan. Einmal selbstständig, bitte. Hajime. Eigentlich rechts rein. Ja. Rechts, was links heißt oder so. Okay, machen wir noch zweimal. Ich mache jetzt normal. Also ich verschwinde irgendwann mal aus dem Bild, aber macht ja nichts. Ja? Ihr seid ja mit euch selber beschäftigt. Und jeder so, wie er Platz hat. Kaffee. Hä? Mutter ins Café. Ja, genau. Wir können auch den Boxsack aufhängen, dann machen wir nachher noch eine Runde. Okay, hey, Füße zusammen. Nee. Joi. Tiki Nidan. Tiki Nidan. Ja. Tschüss. Das Gehoppel war extra für dich, Sandra. Die Känguru-Kata. Ja. Okay, einen noch? Hey, hey, Füße zusammen. Hey. Joi. Teki Nidan. Nidan. Jimmy. Okay, kurz trinken, dann machen wir noch ein paar Kampfkombis zum Konditionsloppen. Ich will wieder allein fallen. Na, immer warm schieben. Ja, schieben. Einmal schieben. Geht's nur noch? Dann hopsen wir das dramatisch, wobei das Ding ist schon irgendwie. Gibt's schon Schäden nicht mehr. Nee. Auch kein Mensch. Okay. Ja. Ready. Wer fehlt noch? Elsa ist da. Wer fehlt noch unten links? Oh, ja, oft hier, würde ich sagen. Okay, egal. Ja, bei mir ist die Kamera kaputt. Ach so, ja, egal. Hauptsache, das Punkt, du siehst was. Ich sehe super, danke. Okay. Hey, Füße zusammen. Allee. Links vor KMIT. Okay, wir machen einfach nur ein bisschen was zum Bewegen, ja? Erste Kombination, wir machen es einmal alles locker durch. Also erste Kombination ist Kisamezuki, Yakizuki, von da direkt wieder Kisamezuki, Haito. Ja? Und dann ein bisschen zurückgehen, ja? Nicht so lang, müsst ihr halt gucken, ja, wie er hinkommt, ja? Also Ich, Ni, San, Chi. Okay? Locker ein Kommando. Ich. Ich würde es rhythmisieren, ja? Ich würde eins, also Ich, Ni, San, Chi schlagen, ja? Aber das überlasse ich euch. Nur meinen Rhythmus. Ich.
Knee. San. Chi. Go. Okay, beim Wechsel. Locker. Itch. Knee. San. Chi. Go. Okay, lockern. Das ist der erste. Ihr müsst dann im Randori nicht später unbedingt gleich die Riesenkombinationen machen, aber so ein 1, 2, gleicher Arm ist auch nochmal. Ah, das können wir eigentlich machen. Das ist eigentlich besser, oder? Nee, den mache ich eigentlich auch gerne. Also gleicher Arm zweimal, ja? 1, 2, 3. Ja? Machen wir den, der ist einfacher, da kommen wir nicht so weit nach vorne. Mal locker links vor. Each. 1, 2, halt so. Nee. Den könnt ihr auch mal benutzen. Da fällt nämlich, da fallen viele drauf rein. Vom ersten Mal jedenfalls. San. Chi. Go. Einwechsel. Itch. Nee. San. Chi. Go. Und lockern. Okay, den merken, den anderen vergessen. Okay, bisschen was für die Beine. Einfach, weil es anstrengend ist. Ganz stinknormal. Ja, Kisame-Suki, Yakisuki, vordere Beine, Marashigeri. Was die Hüfte hergibt, ja? Kann man auch als Low-Kick trainieren. Also meine Hüfte ist auch immer die frischeste. Meistens geht es dann doch während der Bewegung, aber das ist völlig wurscht, ja, die Höhe. Also wenn man sich überlegt, für die Straße ist wahrscheinlich sogar Gedan viel besser als Jodan, ja? Weil im echten Kampf zum Kopf zu treten. Ja, Sandra? Man darf doch gar nicht auf die Straße, es ist Lockdown. Nein, du darfst dich nur mit 5 Personen maximal schlagen und nur aus einem Haushalt dürfen die sein. Also Familie. Nee, kann auch eine andere Familie. Also eine andere Familie kannst du verkloppen. Ne? Wenn der Üskür mit seiner Familie kommt, dann darfst du es alle platt machen. Aber nur 4. Und den Üskür. Okay. Okay. Nächste, ja? Also, Kisamsuki, Yakisuki, vordere Beine, Mawashi. Langsam, Ich. Nee. Ruhig eher so ein bisschen nach hinten ziehen, ja? Dann haben wir das, geht auch vom Platz besser. San. Rafita guckt nicht zu, da kann er nicht schimpfen. Chi. Go. Und wir wollen ja nur Spaß haben. Okay, Wechsel. Ja? Also darf ruhig so ein bisschen wettkampfmäßig sein. Und auch, wie gesagt, auch mal Spaß haben jetzt während Lockdown. Ich. Nee. Aber kann man vorne lassen, ja? San. Chi. Go. Lockern. Okay. Ein wunderschöner Fuß. Christopher. Ja? Nach Yakotsuki musst du auf Suriyashi gehen, oder? Okay? Sonst kriegst du eigentlich den Druck nicht vom vorderen Bein weg. Dann kannst du nicht mit vorderen Bein Mawashi gehen. Ja, aber noch, nein. Also von der Seite ist das eher mal so die Idee. 1, 2, ja. Konter kommt, Batsch. Ja? Das ist eher für die Leute, die so mit Yakisuki abkontern wollen.
Also machen wir es mal ganz langsam, ja? Ich mache 1, 2, Rolf geht nur kürzer raus. 1, 2 und will da kommen, ja? Dann entweder dahin oder man steht Spiegelverkehr. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ja? 1, 2, der kommt da rein, ja? Aber das ist mehr die Idee. Also okay, gehst du zurück, vor, sozusagen. Vor, ich gehe eigentlich mit dem Gewicht nach hinten, bam, ja? Ja. Hi. Geht natürlich auch mit Uramawashi oder Yokogiri. Also die Idee ist halt, 1, 2, Konter kommt direkt in den Konter rein. Okay. Was immer du da anbringen kannst, ja? Hi. Okay. Dann, was hatten wir noch? Genau, nächste ist Kisamezuki, Yakezuki. Jetzt machen wir im Zurückziehen Ashibarai und setzen nochmal vorne ab mit Uraken, ja? Also Kisame, Yaku, Ashibarai, zurückziehen, Uraken. Ja? Das ist die gleiche Idee, ne? Der kommt nach vorne und du pendelst den aus, nimmst den unten mit und dann gibt es oben noch eine Schelle. Okay. Und eigentlich sollen wir uns ja nur bewegen. Ja? Okay. Langsam. Ich. Ni. San. Ji. So. Ein Wechsel. Hey, langsam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Und lockern. Ja. Von der Länge und von der Athletik, jeder halt so, wie es der Körper hergibt. Ja. Theoretisch kann ich es auch im hohen Stand machen. Dann ist es einfach nur drauf, ziehen, bam. Ja. Auch okay. Also als reine SV-Kombination geschlagen. Bam, bam. Ja, kann man auch mal machen. Funktioniert wahrscheinlich sogar, ne? Wenn der irgendwie abwehrt, unten ziehen und einer oben drauf. Und wir wollen uns ein bisschen bewegen, ein bisschen Kondition pumpen, dann bewegen wir uns halt tiefer und schneller, je nachdem. Aber macht es für euch. Okay, letzte. Ein Zückerchen, mal sehen, ob das vom Platz her geht. Also, den mal ganz langsam einmal. Kisamezuki, Yakezuki. Jetzt ziehen wir ungefähr halbe Distanz ran. Ushirogiri und setzt nach hinten ab. Ja? Dann stehen wir andersrum, egal. Ja? 1, 2, ranziehen, Ushirogiri und beim Absetzen das andere Bein nach hinten. Ja? Langsam. Itch. Nee. San. Go. Look. Pitch. Touch. Okay, das machen wir jetzt als Intervall, immer 20 Sekunden schnell, 10 Sekunden Pause. Ja, sind 8 Durchgänge. Den letzten machen wir einmal mit Ushirogiri, dann nochmal mit Ushirogiri und wer Bock hat, macht ihn halt mit Ushiro Mawashi. Ich sage es aber einzeln nochmal an, wenn mir das einfällt. So. Gymboss? Ready? Ja. Okay. Beim nächsten, also er zählt jetzt erstmal 10 Sekunden, da geht es noch nicht los, sondern danach. Ich sag's aber auch im Zweifelsfall. Jetzt müssen wir sehen, wo ich starte. Da. Okay, in Position. Links vor. Kisame Yaku Haito. Ja? Stark, bis du überpiepst. Thank you.
Wechsel locker. Andere Seite. Auf den Pieps. Olle, los. Okay, links vor, Kisamzuki, Hakazuki, Marashigeri. Ready. Go. Pause, Seitenwechsel, schnaufen, und los. Okay. Und links vor, Kisami Yaku Ashibarai Uraken. Fertig. Und los. Seitenwechsel. Noch drei Durchgänge. Einmal rechts vor. Und los. Okay, im Wechsel Ushirogeri. Kisame Suki, Hakizuki, Ushirogeri. Hey. Okay, einen noch. Das gleiche mit Uramawashi oder nochmal Ushirogeri. Letzter. Zwei Pause, zwei Minuten schnaufen. Reicht heute. Und du bist ja noch einmal. Und du bist ja noch einmal. Ja, eine Frage. Gott, oh, oh. Noch einmal nicht, kann man atmen. Ich kann auch noch zweimal tanzen. Schaffen wir noch einen? Ja. Los! Bisschen mehr Begeisterung. Wer nicht widerspricht, stimmt zu. Wir haben ja noch eine Minute Pause, dann frage ich nochmal. Sonst nehmt einfach Tempo raus, ja? Also wenn es total wild wird und irgendwie man nur noch so in der Gegend rumschlägt und dann geht es auf die Knochen, das ist auch nichts. Also schon sauber arbeiten. Und sollen zwar einfach auch ein bisschen locker schnell arbeiten, das schadet auch mal nicht. Das ganze Programm nochmal. Ja. Also die 8 Stück, ne? Machen noch 30 Sekunden Pause. Also wieder Kisamizuki, Yakizuki, Haito. Kisamizuki, Yakizuki, Ashibarai. Ne, da kommt erstmal Kisamizuki, Yakizuki, Mawashi. Kisami, Yaku, Ashibarai, Uraken.
Und dann Kisamizuki Yakizuki Oshiro und einmal Oshiro Mawashi. Ja? Okay. Dann fertig werden. Kisame Yaku Haito. Und los. Wechsel. Und los. Pause. Kisamizuki, Yakizuki, vordere Bein, Mawashi. Mein Wechsel. Ready. Und los. Okay, Kisame Yaku, Ashi Badai Uraken. Halbzeit. Los. Noch drei. Rechts vor. Und los. Okay, links vor, jetzt im Wechsel. Kisamizuki, Yakizuki, Oshiro Giri. Dann los. Und 10 Sekunden schnaufen. Letzte, noch einmal oder mit Uramawashi, Shiromawashi, ja? Okay, und los. Okay. Okay, verschnaufen, 2 Minuten. Ruhig trinken, wer mag, ne? Okay, ich würde noch 2 Mal Tencho machen zum Abwärmen, wer Bock hat.
Ja. Darf man auch. Ja, gut, dann noch eine halbe Minute verschnaufen und dann hat man Luft haben zum Blasebalgtraining. Atencio ist keine schöne Kappa. Hä? Ich bin lieber. Ja, aber da muss man Wendung machen und so. Ja, ich weiß, Sanchin ist auch mit Kraft und Tencho ist mit Gefühl. Na dann. Verstehen Sie es. Oh, Scheiße. Okay. Füße zusammen. Re. Tencho. Mach mal ganz langsam gemütlich, ja? Ich. Nee. Ich mach diesen Teil, ne? Rechts vor. Ich. Nee. San. Chi. Go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Wer andere Versionen kennt, macht einfach die andere Version, ja? Das ist jetzt eine vom Shito Rio, habe ich mir die abgeguckt, von irgendeinem Ami. Nee, Engländer ist es. Einfach, weil sie mir gefiel. Macht man auch die eigene Version, einfach so? Ja, natürlich. Also ja. Wolf Dieter hat mal letztens schon, Sensei macht ja diese Bewegung nur ganz kurz, ne? Zack. Und das habe ich nie verstanden, was er da macht auf seinem Video. Und dann habe ich mir das andere angeguckt und der macht halt wirklich so einen Block nach außen und so eine Art Haito. Ja, und dann ran und vor. Mir gefällt das so ein bisschen größer. Aber wer das gerne einfach nur so macht, ja. Oder wie ich? Ist mir auch egal. Das ist ja Abwärmkata. Das ist ja keine Prüfungskata für uns. Ist ein ganzes Programm. Was du damit übst, ist eigentlich deine Sache. Genau. Also. Na? Okay, einmal. Dafür voll Zaun streichen. Hey, Tencho. Tencho. Sesam. Muxo.
Mokso Yamin. Setzeni. Rek. Okay, vielen Dank. Ich freue mich auch besonders über die Externen. Ja, ja, freut mich. Ich finde es wirklich super, wenn da auch ein paar andere noch mitmachen. Ja. Ist er einsam genug im Lockdown? Nächste Woche gleicher Link. Ja, ich verschicke keinen neuen Link. Ihr müsst den wieder benutzen. Okay. Ja? Ja, ja. Machen wir. Also, bye bye. Ciao. Vielen Dank, Christopher. Vielen Dank, Olli. Wer den Laden zu Inhalten hat, der kann mich auch einfach so mal anschreiben. Ja? Bitte was?